yo. Ich bin ein Profi. Profi? Ich profi nur mit B, so wie Brody. So, und zwar denken alle Streamer gleich: Five Feels the Studio. Das wurde mir vorgeschlagen. Und ich habe ultra Bock, das mir anzuschauen. Ich habe ewig dran ringen müssen, dass ich nicht vorher schon schaue. Ich wollte es eigentlich dann privat gucken. Also, nee, das ist echt perfekt für einen Stream. Kann man mega viel drüber labern, kann man mega lange Reaction draus machen. Cash incoming auf meine 10 Likes. Wenn man pro Like bezahlt, wäre mir neu. Egal, let's go. Schauen wir uns an. Jede Person wurde negativ auf Corona getestet. Man muss ein bisschen komisch sein. Ja. Ich glaube, ich würde mental komplett kaputt gehen. Ich muss ein Mensch sein, der grundsätzlich immer glücklich ist. Das heißt, du findest unfair, dass du viel verdienst? Ja. Miki, wir sind so. Ja, wir sind so. Unfair, dass du viel verdienst. Wir haben 5 Streamer eingeladen, um herauszufinden, ob alle gleich denken. Wenn wir das also ich gucke jeden, ich kenne jeden von denen und ich gucke ab und zu bei jedem mal rein. Also, letzte Zeit habe ich halt sehr auf Reef geguckt, weil sie halt immer on war, so die letzten 2 Wochen. Nick liebe ich halt, Nick ist mega cool. Der war auch hier schon mal im Chat, bei uns hier im Stream. Nick ist der hier. Miki habe ich auch uns mal angeguckt, eher selten. Und Fritz kenne ich die Videos halt nur auf YouTube. Danny gucke ich auch wenig. Also, eher die Clips finde ich geil, die er macht. Wenn dir das Video gefällt, lass gerne einen Like da und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn du keins der folgenden Videos verpassen willst. Hallo, wir beginnen direkt mit der ersten Aussage. Das Gehalt von Streamern ist fair oder angemessen? Also die Frage ist super, super schwer, weil die Frage ist halt angemessen oder halt im Vergleich zu anderen ist es da fair. Und da war die Frage halt, ist es angemessen? Und ich finde es angemessen, ob es fair gegenüber anderen Berufen ist, die zum Beispiel unterbezahlt sind, ist halt die andere Frage. Aber jeder, der sein Geld mit Streaming verdient, hat da auch sau viel Zeit, Energie und Lebensinhalt und Lebenssinn reingesteckt. Und dann finde ich es eigentlich schon fair. Also ich würde sagen, rein wirtschaftlich gesehen kriegst du halt das wieder, was du leistest. Also wenn du halt einen großen wirtschaftlichen Einfluss drauf hast und quasi zum Beispiel bei einer Firma, keine Ahnung, eine Kampagne 100.000, 200.000 Umsatz generierst, warum soll ich da nicht dann auch davon viel abkriegen? So, weil ich habe ja mit dafür gesorgt. Ich würde tatsächlich auch immer noch streamen und das Ganze durchziehen, wenn ich nur noch ein Drittel oder ein Viertel von dem kriegen würde, was ich jetzt kriege. Der Miki bekommt ja mega viel. Der gibt ja 5.000 mal aus, kurz im Urlaub sich ein Hemd dazu zu kaufen. Also keine Ahnung. Also bei dem läuft muss richtig gut laufen. Da kann er auch easy sagen, ja, so ein Drittel würde mir reichen. Ja klar, logisch. Zum Leben brauchst du ja nicht viel. Aber meine Meinung dazu ist auf jeden Fall, ich würde mich, womit ich mich einordnen. Also gut, ich werde ihn auch gerade nicht. Also aktuell finde ich werde nicht angemessen bezahlt. Für meine Streams. Deswegen würde ich schon eher sagen, was für die Frage generell Streamer? Also auch wenn ich jetzt groß wäre, ich meine, ich werde groß, oder, ne? Würde ich sagen, angemessen, würde ich hier stehen, glaube ich, ja. Hier stehen, weil, wie Fritz sagt, das zum einen und zum anderen hast du ja auch Jahre vorher schon Zeit investiert. Jeder Streamer, jeder YouTuber fängt ja klein an. Und da hast du ja schon Zeit, was du reinsteckst, wo du nicht bezahlt wirst von. Und kein Streamer oder YouTuber arbeitet nur von 9 bis 5 nach Feierabend, gönnt sich 30 Tage Urlaub im Jahr. Ich glaube nicht, dass das irgendeiner macht. Die meisten machen ja wirklich lange. Die machen 12 Stunden. Die streamen vielleicht nur 3 Stunden am Tag, aber die machen nebenbei noch dies und nebenbei das und das, dann noch Videoschnitten schneiden oder Auftrag geben, Video drehen, Video planen, bla bla bla. Streamen jeden Tag, wie auch immer. Und das ist eine Sache, die dann halt am Anfang halt, wenn du anfängst, nicht bezahlt wird. Und deswegen finde ich, weil jeder die Chance, Streamer oder YouTuber zu werden, jeder kann das machen. Ne? Und wenn man die Arbeit durchgezogen hat und es geschafft hat, sollte man nicht dafür angemessen bezahlt werden. Also ich finde es dann in Ordnung auch. Ja. Und Glück gehört überall dazu. Glück gehört überall dazu. Man kann auch nicht Streamerjob vergleichen mit jemandem, der angestellt ist, weil beim Angestellten-Dasein ist, glaube ich, da gibt es Limits. Also da kannst du nicht in einem Job viel mehr verdienen aus der Seele irgendwie. Und da, du kannst, eigentlich kann man nur reich werden, wenn man, also wirklich reich werden, wenn man selbstständig ist. Anders geht's, glaube ich, nicht. Also richtig reich, glaube ich. Wenn man aus Herzen gerne streamt, merkt man nicht, dass es Arbeit ist. Genau, ja. Merkt man nicht, dass Arbeit ist, ja.
Ist ja dein Hobby, wurde dann zum Beruf quasi. Ich meine, ich schneide ja auch stundenlang Videos und so, mir macht es ja auch mega Spaß. Und würdest du mir jemand sagen, jo, ich stelle dich jetzt ein, dass du Videos für mich schneidest, dann würde ich auch denken so, eigentlich ist kein Bock drauf, weil ich weiß, dass es so für mich ist, dann denke ich so, ja, eigentlich war geil. Ja. Außer ich muss mega viel vorproduzieren, dann denke ich auch mal so, ach, jetzt eigentlich kein Video schneiden wollen, so, ach, gar keinen Bock, geht's auch mal, logisch. Damit nicht zu, weil das ist ein 15 Sekunden Videoschnipsel auf Instagram, das ist ein Tweet und das ist eine Stunde Streaming und ja, das dann halt gleichzusetzen mit vielleicht einem anderen Beruf, finde ich nicht gerechtfertigt. Wo man ja dazu sagen muss, diese 15 Sekunden, was ich Instagram Story oder Stunde stream, ja. Kriegst du ja auch nur, weil du, keine Ahnung, 12 Stunden am Tag über Jahre lang da reinbutterst. Ne? Richtig. Das ist ja dann nur, wo du erntest in dem Moment. Dass du irgendwie die ganzen Kartoffeln, holst sie raus. Genau, und man erntet das, was man sieht, genau. Das heißt, du findest ungefähr, dass du viel verdienst? Ich fühl Fritz. Schon. Du kannst ja 90% dann spenden. Ja, 90% nicht, aber man tut ja auch viel dafür, ne? Aber wenn du mal da vielleicht ein Event machst oder machst dafür etwas Gutes, dafür kannst jetzt windet sich Micky so ein bisschen raus wieder, ne? Also da hat Fritz hat schon eine gute Aussage, muss ich sagen. So, ja? Da kannst du eigentlich das Geld spenden, so was du nicht brauchst. So, ja? Ich so, jetzt doch nicht mehr. Das einsetzen, ja klar. Ja. Ich glaube generell als selbstständige Person hat man immer seinen Stress und viele selbstständige Berufe werden einfach überdurchschnittlich krass bezahlt. So, wenn jemand was erfindet oder irgendwas macht, dann muss man natürlich nicht immer nur sagen, jo, hat der so und so viel Zeit und so viel Geld reingesteckt, sondern funktioniert die Idee halt einfach. Und bei manchen Leuten funktioniert die Idee halt einfach. Sagen wir, jemand steckt 10 Stunden Arbeit in was rein, erfindet was und wird davon Milliardär. Okay, es ist vielleicht nicht gerechtfertigt, aber er hat es verdient, weil er hatte diese Idee. Ja. Die Frage war doch halt auch, ob das gerecht. Ja. Gerecht. Ja. Und dem stimme ich halt nicht ganz zu, aber schon mehr zu. Ja. Weil wenn man jetzt den Aspekt beiläuft, dass andere zu wenig verdienen, dann finde ich es wiederum sehr annehmbar. Jeder kann erfolgreicher Streamer werden. Nicht jeder. Nicht jeder. Also gefühlt geht es ja diesmal mehr in eine Richtung, der eine mehr, der andere weniger. Mhm. Natürlich haben viele Leute Potenzial dafür, so. Aber diese Aussage, dass wirklich jeder das kann, glaube ich nicht. Nein, also das macht halt keinen Sinn. Aber wenn sich... Was ist, werden ja so viele erfolgreiche Streamer? Es gibt aber mehrere Punkte, die dahinter stecken, ja. Zum einen musst du natürlich erstmal eine Persönlichkeit sein. Du musst nicht so sitzen, so, ja, Leute, willkommen zu einem weiteren Stream. Es gibt so viele Streams auf Twitch, wo Leute einfach nur nicht mal die Facecam haben, einfach nur das Spiel laufen lassen haben, einfach zocken währenddessen, denken, sie werden groß. Oder die sich 10.000 Euro im Equipment kaufen und denken, sie werden jetzt Streamer, aber sind dann vor der Kamera wie so eine Schnarchtablette. Also da gibt es auch einige. Also jeder kann es nicht. Du musst halt entertainen so ein bisschen. Und und du musst halt auch, glaube ich, im Erfolg sein, ein bisschen Glück haben, weil ich glaube, allein auf Twitch groß zu werden, ein bisschen schwierig. Muss er von außen irgendwie auch Viewer bekommen. Ne? Ja. Was mit Basti? Basti entertaint auch ohne Facecam. Ich habe nur gesagt, man muss Entertainer sein. Ich habe nur gesagt, es gibt Leute, die zum Beispiel das so machen. Jürgen hat recht, wenn man etwas aufgebaut hat, Zeit investiert, kaum gepennt, Leute sich von einem anderen wenden, weil das Projekt in Augen doof ist, hat man auch das reiche Ergebnis verdient. Ja. War ja bei mir genauso. Ich hatte auch viele Leute gesagt, haben wir auch mit YouTube, das ist Schwachsinn. Viele. Viele, viele. Auch mein Vater. Familie. So, auch ein paar Großeltern, ja. Haben viele gesagt, Leute. Also wenn irgendwas, wie Stan Lee mal sagte, wenn ihr eine Idee habt und ihr selbst denkt, sie ist gut, dann zieht sie durch, lasst es nicht davon beirren. Ne, wenn euch Leute reinquatschen. Ja, ich war bei der Deckensparte, ich habe fast nur Schlafspenden gefunden, ja. Es gibt so viele davon. Und deswegen kann nicht jeder erfolgreich werden, ne? Wenn sich jetzt jemand, der sehr viel Reichweite hat, irgendeine Person aussucht und sagt, dich mache ich erfolgreich, würde das möglich sein mit jeder Person? Wenn die Frage heißen würde, kann man jetzt noch mit Twitch erfolgreich sein, wenn man zum Beispiel Bock darauf hat, dann auf jeden Fall ja. Aber dieser Punkt, kann jeder damit erfolgreich sein, ist glaube ich so, weiß ich nicht, also es muss halt die Passion, die Flamme da sein. Es die muss hat auch, ja nicht jeder. Es muss auch die permanent... Die Flamme im Sub-Status, die Leute, also gönnt einen Sub, da geht dir die Flamme.
Könnte gute Laune sein. Also das kann auch nicht jeder, dass man sagt, heute, egal wie es mir geht, egal was mir passiert ist, ich habe heute einen Livestream, klar kann ich den absagen, aber ich muss auch gut drauf sein. Ich muss ein Mensch sein, der grundsätzlich immer glücklich ist. Aber ich finde es auch mal völlig okay, wenn jemand vielleicht auch mal einen Scheißtag hat und trotzdem online authentisch. Ist. Authentisch, dass man den Teilen merkt, ey Leute, heute ist irgendwie ein Scheißtag, aber okay. Egal, ich gehe trotzdem online. Aber diesen Moment, dieses über den Schatten springen und sagen, heute geht's mir scheiße, aber ich gehe trotzdem live. Genau. Und genau. Dann mit der Community wieder sagen, richtig. Ey, ich habe ja heute einen scheiß Tag und jetzt geht's geil. Trotzdem es da macht und Spaß. Man kommt safe. So rein, ja. Acht Stunden am Stück irgendwas auf die Beine zu stellen, was andere Leute als Unterhaltung bezeichnen, das ist auch nicht einfach. Ja. Ich sag jetzt mal so, es gab natürlich kleinere Streamer, wo ich immer mal rein. Ich finde, es macht ultra Bock, live zu sein. Und ich werde auch davon gefühlt, ja, beim schlechten Tag vielleicht schon, aber eigentlich werde ich davon nicht so. Ja, ich habe nie das Gefühl, dass ich jetzt da sitze und denke so, oh, was ich sagen soll, was ich machen soll. Mir ist so boring, ich keine Ahnung, was machen wir jetzt. Ich habe immer irgendwas, worüber ich reden kann, worüber ich machen kann. Wenn ich, es gibt immer irgendwas, was man im Stream machen kann. So. Deswegen bin ich immer so gespannt. Bei einem 12-Stunden-Stream habe ich mal gemacht. Aber das habe ich auch easy hingekriegt. Aber bei einem 24-Stunden-Stream, wie das wäre, so wenn ich irgendwann so richtig so merke so, oh, ich bin schon ein bisschen durch und ja, das will ich mal wissen, wie das ist, ne, ja. Eingeguckt habe oder so, die hat eine Persönlichkeit, die war halt absolut scheiße so. Und wenn die Persönlichkeit auch nicht stimmt, dann, also in meinen Augen. Muss halt von der Persönlichkeit her auch eine gewisse Form von einem Unikat sein. Ja. Ich glaube, da haben wir vorhin ein bisschen drüber gesprochen, dass jeder Streamer einen gleichen Knacks hat irgendwie. Auf eine, also man muss schon ein bisschen durch sein. Also das ist definitiv. Verhaltensgestört zu gewissen Verhaltensstörungen. Okay, das sticht Grundvoraussetzungen. Haben Sie eine Verhaltensstörung, dann kann das man muss ein bisschen komisch sein. So, wenn man sich jetzt hier jeden von uns anguckt, jeder ist so ein bestimmter Charakter, schwer vergleichbar. Jeder hat seine Sachen, wo die Community richtig geil findet. Das feiere ich bei dem und deswegen gucke ich auch ihn. Und das müssen einfach Aspekte sein, die gegeben sein müssen. Ja. Was sagt ihr zu dem Statement, ich habe mehr Probleme, seitdem ich in der Öffentlichkeit stehe? Kann ich jetzt nicht sagen. Bleibt ihr hier? Ja. Okay, krass. Also ich habe gerade drüber nachgedacht und ich sage, Probleme sind gefühlt immer noch von der Anzahl die gleichen. Also Probleme eigentlich nicht. Ich bin auch nicht so famous. Ein Problem ist halt, dass Leute, wenn ich meine Brille anziehe, mich halt erkennen. Und ich ziehe meine Brille draußen halt selten. Nur bei der einen Buchmesse mal, wo ich draußen in der Öffentlichkeit mit der Brille, weißen Brille war, wo Leute immer sagen so, ist das Brody, ist das Brody? Das war halt kein Problem, aber es war ein bisschen weird für mich. Aber generell so Sachen wie, es sollte meine Adresse rausfinden und hier DHL-Postboten vor der Tür stehen. Stichwort und Unge, habe ich jetzt sowas noch gar nicht gehabt. Also zum Glück. Ja, ich... Probleme... In der Öffentlichkeit zu stehen, aktuell nichts von gemerkt. Nee. Sie verändern sich nur. Umso größer du wirst, umso erfolgreicher du wirst, umso schlimmer werden vielleicht auch manche Probleme, aber umso mehr wächst du auch an ihnen. Deswegen bin ich jetzt bei neutral geblieben, weil Probleme, die verschieben sich nur. Aber es werden für mich nicht mehr, es werden einfach nur andere. Ja. Ja, plus eins. Genau das wollte ich sagen. Eins im Chat, Leute. Könnt ihr mal so ein Problem eins. Nennen, wo ihr sagt, das ist so richtig verbunden mit dem? Privatsphäre einfach. Okay. Ich bin, also was bei mir ist, ist, ich schotte mein Privatleben so komplett ab von Twitch. Also ich zeige nichts auf Instagram, weil ich das einfach behüte und beschütze. Außer die Roomtour, die er machen musste. Ich glaube, dass die Damenwelt da eventuell mehr Probleme hat bezüglich Weird im Trigger. Ja, Stalking und so. Lara Love kann dir auch ein Lied dazu singen. Der hat ja auch Probleme gehabt mit Stalkern und so. Ja, und diversen Fotos, die du bekommst auf Social Media, ne? Ja, das glaube ich auch. Bitte so. Aber Reeft jetzt hier gar nicht. Die sagt, die hat gar keine mehr Probleme bekommen. Oder ist sie auf der Seite, mit dass sie weniger Probleme bekommen hat, ne? Was mir sehr wichtig ist, so eine Privatsphäre. Kenne ich halt durch Madeira nicht wirklich. Das ist halt, so dieses Privatsphärenthema ist für mich halt so gar kein Ding. Ich wurde in 2 Jahren Madeira, glaube ich, 3-mal erkannt. Krass. Ja. So, ich hab das jetzt hier gemerkt, als ich jetzt hier angekommen bin. Ja. Und dann waren so Leute und die fragen so nach Fotos und ich war so, what the fuck? War so richtig ungewohnt, deswegen dieses Privatsphärenthema so gar kein Ding irgendwie. Also bei mir haben sie vor der Wohnung gewartet, bei mir sind sie über die Straße gerannt, wollten meine Autotüren aufmachen. Ja. Das sind natürlich irgendwie schon Probleme oder die gibt's, fahren einem 20 Minuten mit dem Auto hinterher, verfolgen einen die ganze Zeit. Mhm. Natürlich ist es wieder ein Problem, aber wenn ich halt zurückdenke, wo das nicht war, hatte ich halt andere Probleme, die mir damals für das Verhältnis halt auch gleich schlimm waren, jetzt sag ich mal. Ne?
Ist auch wieder ein Problem, aber es verschiebt sich einfach nur. Was haltet ihr von dem Statement, ich arbeite überdurchschnittlich viel? Stimmt mal dazu, denke ich, oder? Hä, Danny, ja nicht? Danny, ist voll schwer, Danny, ich hab so gewusst, dass ich direkt darüber renne. Irgendwie, ich hab's direkt gewusst. Ich hab's direkt gewusst, irgendwie. Ich hab's kommen sehen. Ich will mich da auch deinem Stemmo die stehen. So. Also ich glaube schon, dass ich auch jetzt für meinen kleinen Obolus auch überdurchschnittlich viel arbeite, während andere dafür weniger machen. Also kann ich mir sehr gut vorstellen. Weil man muss halt vergleichen mit was. Ja, also wenn du es mit anderen selbstständigen Berufen vergleichst, dann nicht. Mhm. Wenn du es mit jemandem vergleichst, der vielleicht seine geregelten Arbeitszeiten hat, dann vielleicht schon. Ja, nein, ja. Ich meine halt so, ich vergleiche es halt so mit euch, so von Streamzeiten her. Jetzt ich bei mir wegen der Arbeitszeit, ich streame halt absolut wenig. Ich stream wie oft 3 Stunden am Tag und dann bin ich auch fertig. Ich hätte, ja. Perfekt. Ja. Ja, es geht immer mehr so. Ja, es geht mehr, aber privat ist halt, ja, aber privat ist halt ein bisschen Stress. Aber ich glaube, wenn man den Durchschnitt betrachtet, dann sind wir, glaube ich, mental schon fast immer in unserem Beruf, wenn man das nicht abschalten lernt. Mental bist du eh immer. Egal, mental ist man immer drin. Ja. Und dann auch der Punkt, ja, was ist denn jetzt Arbeit? Wie definiert man das? Weil ich habe immer das Gefühl, Arbeit ist halt eigentlich die Definition, du machst was, um Geld zu verdienen. So, da können wir das alle damit reinzählen. Aber zum Beispiel bei Zuschauern merke ich das ganz oft, die sagen dann, ah cool, jetzt 4 Wochen auf Madeira, schönen Urlaub. Ich denke mir so, ja nee. Ist zwar geil dort, aber ich arbeite da normal weiter. Ich mache meinen Kram immer noch, ich mache meine Videos, ich drehe. Und deswegen überhaupt die Definition Arbeit ist in vielen Köpfen so, ja okay, das ist was, wenn du was machst, wo du Geld verdienst, aber es ist auch irgendwie scheiße und bist froh, wenn Feierabend ist. Ja. Und ich glaube, bei uns ist es halt eher Leidenschaft, wo wir sagen, klar ist Arbeit, aber irgendwie auch geil und das verschwimmt das immer so. Ne? Ja. Wir stehen alle hier, wir arbeiten, kriegen aber nicht immer Geld dafür, Dave. Nein, aber es macht ja irgendwie geil, aber es ist halt trotzdem wieder Arbeit und wir haben am Sonntag und ich bin seit 6 Uhr mit dem Auto unterwegs. Auch die Sache mit Urlaub. Wenn ich an Urlaub denke, denke ich nehme mein Kameraequipment mit, jetzt wird gevloggt. Ja, Vicky, wird Mick bezahlt oder was? Danny Rap von Schlongs, der arbeitet gar nicht. Na, wenn sie mich einkaufen gehen, wie ein Hund vor der Haustür machen, warum eigentlich nicht? Hab ich was verpasst gerade, glaube ich. Ich glaube, wir arbeiten wahrscheinlich alle ähnlich viel wie Leute, die sich gerade ein Business aufbauen. Freundschaften leiden durch Streamen oder habe ich durch Streamen verloren? Durch Streamen jetzt nicht. Nochmal was? Ich habe dich vorher jetzt nicht ganz verstanden. Nochmal. Angenommen, du steckst jeden Tag 8 Stunden rein und so ein Kumpel, der hat dann auch nur am begrenzten Zeitraum Zeit, kannst ja auch nicht mehr viel mit ihm machen, wenn du beispielsweise deinen Stream fertig machst und er halt dann zu dem wenn zum Beispiel Leute abends arbeiten, tagsüber arbeiten, du streamst halt eher abends, ist halt schwierig, ne, weil Leute arbeiten halt einen Job 9-to-5 und dann, wenn du fängst an zu streamen oder um 7, dann kannst du jetzt 2 Stunden sehen, aber in der Theorie, ja, also sowas kann schon passieren, so, ja. Und wenn du fertig bist, was anderes machen musst. Vor allen Dingen, weil die meisten Streamer abends streamen, wo die meisten Feierabend haben, die normalen Beruf machen. Zeiten sind dass man wenig untereinander. Ich denke mir aber auch, das kriegt man trotzdem hin. Das kann man auch irgendwie hinkriegen, ja, aber das muss dann irgendwie auf Krampf sein. Weil du musst ja auch mal irgendwann die Energie und Kraft haben, so wie ich 100% da bei dem Ding zu sein, wenn du was unternimmst. So. Es ist aber sehr wichtig, dass man Leute hat, die nichts immer mit dem Streaming-Bereich zu tun haben, weil man außenstehende Personen auch braucht. Sonst geht es immer nur in deinem Kopf um die eine Sache. Ja. Die andere Sache ist, finde ich, warum ich jetzt so auf neutral stehe, ist, da war ja noch die Frage, ob Personen sich von einem distanzieren. Ne? So, ich finde, das ist nicht der Grund. Deswegen stehe ich auch bei neutral, weil wenn das Leute machen, dann liegt das nicht an der Arbeit, die du machst. Ja, wer keinen Respekt davor hat, was deine Arbeit betrifft, den brauchst du auch in deinem Leben nicht, denke ich. Habt ihr alle feste Streaming-Zeiten? Ja. Nein. Spontan. Also ich glaube, deswegen stehe ich so ein bisschen anders. Ich habe mir von Anfang an gesagt, okay, Twitch ist für mich eine Spielwiese, habe ich Bock drauf, aber es gibt keine Streaming-Zeiten so. Und ich gehe halt einfach dann online, wie ich Bock habe. So, ich habe schon mal aus dem Nichts einfach 14-Stunden-Stream gemacht. Ja, so. Komm mal. Ich glaube, das ist der große Unterschied. Wenn du halt wirklich sagst, ey, 6-mal die Woche, immer von dann bis dann, weil ich da meine Core-Community habe, dann klar, dann schränkt das ein. Aber gefühlt baue ich das Streaming bei mir immer in meine Lücken rein. Okay. Bei mir leidet da keine Freundschaft drunter, würde ich nicht sagen. Ich empfinde andere Streamer. Also wenn meine Kumpels sagen, hey, Brody, wir gehen jetzt All Can Eat essen, kannst du da, wenn ich jetzt da keinen anderen wichtigen Termin habe, dann sage ich immer einen Stream ab. Also habt ihr ja auch gemerkt, da ist es einmal da, All Can Eat, ich sage, Dienstag fährt das Stream wieder aus, Leute, ich gehe mit Leuten was essen. Also, selbst wenn ich wieder, wenn wir auch nicht stream täglich so, da würde ich auch immer einen Stream ausfallen lassen, wenn irgendwelche Kumpels, wie auch immer, hier was Bock haben, was zu unternehmen.
Einfach nur, weil ich das wichtig finde, so. Ja, auch hier Leute zu sehen. Man kann sich trotzdem irgendwie einmal im Monat mit Freunden treffen. Genau, genau. Wenige, bei denen es sich so anfühlt, als man sich erst gesehen hat. Genau, ja. Also ich zum Beispiel habe jetzt gestern, kleine Anekdote, ganz zufällig habe ich mein Handy gehängt und habe, was habe ich da gemacht, weiß ich nicht mehr genau, ich glaube Twitter oder so, keine Ahnung. Jedenfalls kam eine Benachrichtigung rein und ich sehe einfach, dass ein alter Schwimmkollege, mit dem ich mich super verstanden habe, ich war schon mal bei dem auf WG-Partys in Frankfurt, wo ich mega viel getrunken habe. Und er mich dann einfach, also Wasserleute, und er mich dann einfach mit Geldscheinen beworfen hat. Ein Foto von mir gibt es, wie ich auf dem Boden liege, auf seiner Isomatte, in seinem Zimmer. Ich habe den kranken Kater des Todes. Und er hat, und überall um mich rum liegen Geldscheine, so. Weil er hat seinen Geburtstag in diesem WG-Keller gefeiert. Und da hat er immer so Eintritt verlangt, sag ich mal. Also immer so ein bisschen so spendet für das Getränk. So nicht direkt bezahlt dafür, aber so ein bisschen spendet. Und halt beizutragen. Das Geld hat er einfach genommen und hat das so über mich drüber geschmissen. Ich lag dann da so. Ja, der Kumpel zum Beispiel. Und der hat mich auf meiner Oculus VR-App, da gibt es eine Chat-Funktion, hat er mich geedit und mir dort geschrieben. Da haben wir ganz kurz geschnackt. Weil es war lustig, weil er wollte sich eine VR-Brille holen in 1 bis 2 Wochen. Und dann haben wir schon gesagt, wenn er das hat, dann werden wir zusammen VR spielen. Wir haben es auch schon ewig nicht mehr gesehen. Auch vor Corona schon lange nicht mehr gesehen. Das ist auch schon wieder 4 Jahre, 5 Jahre her. Wir haben früher halt fast jeden Tag miteinander verbracht im Schwimmverein, weil wir jeden Tag halt Training hatten damals. Das war mega funny. Und dann haben wir direkt geschrieben, so, jo, wo bist du? Ja, ich bin gerade in Neustadt, weil er hat früher in Frankfurt gewohnt, jetzt wohnt er in Neustadt. Keine Ahnung, wie er hergekommen ist. Das ist ja gar nicht so weit weg hier. Und wir haben sogar auch mal einen Tag nur verbracht, da sind wir hier in Lautern in den Mediamarkt gegangen, haben dort den ganzen Tag gechillt. So, haben uns auf Massagesessel gesetzt, haben Musik gehört, haben Spiele gezockt. Wir hatten den ganzen Tag im Mediamarkt verbracht. Das war auch cool, ja. Das weiß ich auch noch. Das war auch, da bin ich gerade eingezogen hier. Das war am Anfang gerade, ja. Also, ich mag ihn total und ja, in 2 Wochen hat er seine VR-Brille, dann zocken wir was zusammen. Und wenn jetzt hier in Neustadt wohnt, können wir mal gucken, ob er sich übersrifft. Ja. Naja, deswegen lustige Geschichte dazu, weil wir jetzt durch die Oculus VR-App hat er mich einfach geedit, so, hä, statt WhatsApp oder sowas. Mega funny. Ja. Okay, ich empfinde andere Streamer als starke Konkurrenz. Ja, gut. Ich aktuell schon. Ich bin da klein. Die hätten noch einen kleinen Streamer einladen können, oder? So einen, der auch viel streamt, aber jetzt nicht so tausende wie Zuschauer hat wie die, weil die haben ja alle mindestens 1000 Zuschauer. Dafür haben die Leute, die 100 Streamer, 100 Viewer haben oder sowas. Das fehlt mir hier noch. Um den Ausgleich zu schaffen, finde ich. Klar, die Zeit unterscheiden sich hier gerade in Streamdauer, wie oft sie streamen. Mein Lagerfeuer ist aus. Aber nicht an der Anzahl, finde ich. Ich sehe andere nicht als Konkurrenz. Leute, die einen sehen wollen, wollen auch zu ihrer Bevorzugsperson, sobald sie online sind. Da kannst du was sagen, für mich ist das halt so, einfach weitermachen und gut. Ja, gut, klar. Ja. Es ist halt. Ich habe es schon mal erzählt. Ich glaube, es ist doch eher neutral, wenn ich drüber nachdenke. Weil wenn ich zum Beispiel live bin und ich habe meine 30 bis 40 Viewer hier und es geht jetzt jemand Größeres live, dann gibt es natürlich diesen einen Punkt, dass er zum Beispiel viele andere Nutzer auf die Plattform zieht, weil viele beginnen Nachrichtigung, oh, der Typ ist online, ich gehe jetzt, oder die Typin, oh sorry, geht online, gehe ich auf die App, auf Twitch und dann wird mir dort, wenn ich auf die App bin, Brody vorgeschlagen, dann finden sie mich so rum. Als sie mich so, ohne den Streamer gar nicht auf die App gegangen wären. Andersrum kann es auch wieder sein, natürlich, dass andere den anderen Streamer besser finden und dann zu dem gehen, du selbst als weniger Streamer, der weniger Zuschauer hat, halt verlierst. Und das ist halt für dich halt auch nochmal ein Punkt. Wo halt die größeren Streamer nicht so Probleme haben mit als, klar, als jetzt die kleineren. So. Aber ich denke, es spielt beides so mit zusammen. Ich denke, im Endeffekt kommt null bei raus. Das wäre, glaube ich, so neutral. Würde ich, glaube ich, stehen. Aber generell, ich glaube auch, die großen Streamer haben alle so eine Bubble. Da haben eh eine große Schnittmenge miteinander, mit Zuschauern. Also, das ist auch wieder schön. Naja. Naja, sag mal so, was juckt mich ein anderer Streamer, wenn mein Lieblingsstreamer online ist? Jo. Als Zuschauer jetzt die View, ne? Ja, dann gehe ich zu meinem Favorit, der andere ist dann der zweite Wahl. Ja, als starke Konkurrenz.
Naja, läuft doch, oder? Müssen Sie jetzt sagen. Ja. Ich muss sagen, ich persönlich habe dieses Konkurrenzdenken irgendwie noch nie wirklich gehabt. Auf YouTube, finde ich, schnappt man sich noch weniger gegenseitig weg, weil du kannst dir das Video angucken, das Video angucken. Beim Stream ist, glaube ich, noch ein bisschen was anderes. Wenn jetzt zwei gleichzeitig online sind, musst du dich halt Twitch entscheiden, wem du zuguckst. Aber ich habe das Gefühl, dass in Deutschland das alles schon sehr so gruppenmäßig ist. Alle gut verstehen, hier und da ist noch ein bisschen irgendwie Schwierigkeiten, aber sonst ist es doch geil. Die Leute treffen sich, drehen Videos zusammen, haben Events. Also ich feiere das. Ja, es sind ja auch nicht alle immer gleichzeitig. Und, Entschuldigung, ist gut. Der Kuchen von dem gesamten Ding ist sehr, sehr, sehr groß. Sehr groß. Vielleicht auch Frage an euch. Ist euer Stream besser oder schlechter, wenn ihr zum Beispiel normalerweise 4.000 Zuschauer habt und jetzt habt ihr heute 2.500 Zuschauer? Ich habe zum Beispiel meine Zuschauerzahlen gar nicht da. Ich sehe erst nach dem Stream, wie viele Leute mir zugeschaut haben. Weil es interessiert mich einfach nicht. Die 90% aller Leute, die zugucken, texten nicht mehr in den Chat. Das heißt, die 10%, das sind die, die beim Konzert vorne in der ersten Reihe stehen. Das sind die Aktiven im Chat. Ja, das ist wahrscheinlich eher so bei größeren Streamern so, dass der Chat da sehr inaktiv ist. Bei mir zum Beispiel kann ich, glaube ich, sogar, dass die Hälfte schreibt, aktiv ist im Chat. Also, ich glaube, das ist unterschiedlich, klar. Bei kleineren Streamern, du schreibst eher was rein, so bei größeren, weiß nicht, warum ist denn das so? Weil man denkt, dass die es eh nicht lesen wahrscheinlich, ne? Würden jetzt große Streamer auf jede Nachricht antworten, dann würden da wahrscheinlich auch viel mehr Leute schreiben, würden sie weniger lesen können. So. Ich glaube, das kommt eher so hin. Das kommt dann, glaube ich, eher hin, weil du kleinere Streamer kannst die Nachricht noch lesen und deswegen schreiben verhältnismäßig mehr Leute. Ja, ich glaube, das liegt daran. Ich glaube, wenn man 43 Bildschirme hat, kann man alles gut lesen. Ja, gut. Nee, ausschalten fällt. Ich habe es auch ausgeschaltet, ja. Aber ab und zu habe ich trotzdem dieses Verlangen, mit meiner Maus auf die Zuschauerzahl zu wipen und zu sehen, ja, okay. Prinzipiell ist es ja auch irgendwie interessant zu wissen, was für ein Game kommt gerade am besten an, was feiern die Leute am besten gerade. Ja. Aber ich muss sagen, während des Streams gucke ich weniger drauf. Meistens gucke ich so nach dem Stream, was hat Leuten am besten gefallen, welches Game, wo sind welche Leute gegangen. Ein bisschen muss man mal gucken, ne? Wo, gerade als kleinerer Streamer, weil du dort nicht Trends setzt, sondern du musst dich an Trends noch so ein bisschen halten, um was mitzubekommen. Ja. Genau. Lass das. Ja, ich weiß, du magst das nicht, ja. Wir sind auch da, wenn du nur 20, 30 Zuschauer hast, mal ganz übertrieben. Und ob du jetzt 2.000 oder 4.000 hast, das sind trotzdem die lautesten. Ja. Und das macht die Interaktion im Chat aus. Wenn ich kein hauptberuflicher Streamer wäre, könnte ich ohne Probleme einen anderen Job ausüben. Ja, könnte ich machen. Ne, Danny! Danny geht direkt rüber, schwieft nach dem Haus. Perfekt. Ey, Danny ist eine Nummer, ne? Ich feiere den irgendwie. Ich feiere den. Jungs, da kommen Streams von ihm, aber ich weiß, wie er so drauf ist und das feiere ich an ihm. Aber ich stimme da voll zu, weil ich habe mein Masterstudium dann fertig und dann, kann ich sonst noch arbeiten. Schwierig gerade, schwierig. Leben ist hart. Die Frage ist halt, ob er geil wäre, der Job. Ja, ich könnte, aber Bock habe ich nicht drauf, ganz ehrlich. Das ist ja das Ding, du willst ja machen, oder? Ja, das ist die Frage. Das ist das Ding. Man könnte, aber man hat keinen Bock drauf. Okay, ganz schnell einen Beruf aussuchen. Welchen würdet ihr nehmen? Ihr könnt frei wählen. Pilot. Immobilienkauffrau. War ich. Bruder, kein Plan. Ey, ich sag Feuerwehrmann. Feuerwehrmann. Ja, ist schwierig zu sagen, ne? Also, Mann. Ja, du musst es ja, sag ich mal, weil du musst. Pilot, Feuerwehrmann, das sind alles Sachen, die du als kleines Kind im Kindergarten sagst. Du wärst Astronaut, Feuerwehrmann, Polizist. Das sind genau die Sachen, oder? Gut, heutzutage sagen sie Streamer, YouTuber, TikToker. Aber ich meine, damals war das so Dinger, okay? Also, ich würde schon gerne Pilot. Nee, Anna, ich glaube, die Frage steht ja nicht, aber auch ein eigener Chef zu sein ist nice. Die Frage lag eher daran, ob man es machen könnte ohne Probleme. Ich glaube, Danny hat keine Ausbildung, keine Schule. Ich glaube, der könnte keinen anderen Job machen, oder? Also es wäre die Frage, ob man es kann, nicht, ob man es will. So, glaube ich. Das war die Frage, glaube ich. Pilot. Nicht sicher, aber ich glaube, aber wenn du von einem Flug nach Hause kommst, würdest du nicht die Kiste anschmeißen und irgendwie zocken? Klar. Ja. Habe ich davor ja auch gemacht. Deswegen genau. Und dann denkst du dir doch irgendwann wieder, okay, komm, ich kann die Cam auch nebenbei anmachen. Und dann bist du wieder drin. Ja, geht nicht, also ich würde gesetzlich verboten. Pilot würde ich machen, aber dann noch Stream. Ja. Danny? Bei mir wird es, glaube ich, nicht fit gehen. Ich glaube, also wenn ich so an einen festen Job gebunden wäre, wäre nichts für mich. Ich glaube, ich würde mental komplett kaputt gehen. Hast du es schon mal?
Ich, nee, also, nicht, also jetzt ja. nicht irgendwie in der Ausbildung, aber halt an Praktikum oder so mäßig. Da hatte ich halt auch schon ordentlich 8 Stunden so. Und dann ging es mir gar nicht gut. Mir ging es gar nicht gut. Und ich bin recht unfähig und tollpatschig. Also es wird alles, was ich anfassen würde, würde eh kaputt gehen. Deswegen, ja. Es ist doch die Frage ein bisschen, wie man es sieht. Ich glaube, jeder von euch hat genügend Erfahrung, um mit seinem bisherigen Wissen etwas anderes machen zu können. Also ich glaube, von den Skills her auf jeden Fall könnte man das machen. Aber die Frage ist dieses, also was ich halt so mega daran schätze, ist dieses freie Sein, freie Entscheidungen. Ja. Wann mache ich was, wie mache ich was? Und das wäre ja das Problem, diese Freiheit, die da ja mitkommt irgendwie. Der eigene Chef zu sein, der fällt halt weg. Ja, eben. Und das ist auch mit der geilste Punkt an dem ganzen Ding. Also da sind wir wirklich alle gebläst, so nach dem Motto, dass wir halt wirklich so leben können, wie wir leben wollen. Es ist Fluch und Segen zugleich, weil es kommt keiner, der den Arsch tritt. Wenn du nichts machst, passiert auch nichts. Ja, eben. So. Genau. Ich empfinde großen Druck. Und ich finde auch, dass man dieses Abschalten fehlt. Also ich mal ganz oft merke, dass ich halt ständig die ganze Zeit dran denke, ey, was für ein Video können wir machen, was für ein Format, wie waren die Klicks, wie war das, was ist im Trend. Die ganze Zeit ist der Kopf voll mit dem Kram. Wenn ich jetzt einen Job hätte von 9 to 5, so 9-to-5 Job, dann würde ich meine Arbeit machen, mich vielleicht drüber ärgern und danach PC gegen die Wand schmeißen und, keine Ahnung, streamen. Nee, also was machen zur Entspannung, so. Und da kann man sich dann so ein bisschen so, ne? Was halt in dem Fall als YouTuber-Streamer halt nicht so geht, ne? Hi, Schnitzel, hi. Großen Druck. Also ich stimme voll zu, dass ich schon sage, ich habe großen Druck, aber der ist oft nicht von außen, sondern von mir persönlich selbst, weil man sich über die Jahre irgendwas aufgebaut hat, sei es seine Streams, sei es seine Videos und denkt so, oh, geil. Und dann so, ja gut, jetzt, was kommt jetzt? Und dann denkst du so, ja, nicht so langweilig, habe ich schon gemacht. Also der Druck kommt eigentlich nicht von der Community, sondern bei mir, einfach von mir selbst, weil man so einen gewissen Anspruch sich erarbeitet hat. Ja, und du willst ja auch nicht immer im Stream dasselbe machen, so. Da denkst du ja auch, dann irgendwann hast du dann diesen Druck. Wenn du immer öfters dasselbe machst, denkst du auch so, okay, du willst was Neues machen. Manchmal reicht es ja auch einfach, wenn nur du da bist, ohne dass du direkt was machen musst. Das stimmt auch wieder so. Aber ich verstehe natürlich, dass man immer was bieten möchte, aber du reichst manchmal einfach, weißt du? Ja. Ich finde, dass durch Streaming voll viel Druck weggefallen ist, den ich so im Leben hatte, hinsichtlich, was will ich später machen und finde ich was ich nice finde. Deswegen ist mir eher Druck weggefallen. Manchmal führt halt, finde ich, auch der Druck aber dazu, dass man dann gerade noch mal was Geileres hinkriegt. Ich glaube auch gerade sie müssen sich weniger Gedanken machen, glaube ich, weil die halt schon ein größeres Einkommen haben dadurch, glaube ich, und dann sich eher denken so, ich habe vielleicht ein bisschen weniger Druck. Aber wenn zum Beispiel so Streamer oder so YouTuber, die so gerade an der Existenzkrise nagen und trotzdem selbstständig sein wollen, aber halt auch abhängig ist, werde ich gefährdet, gerade, dass die auch noch mal ein bisschen mehr Druck haben, als, wie gesagt, so große jetzt, glaube ich. Also kann ich mir gut vorstellen. Weil, ja, entweder musst du halt wieder einen 9-to-5-Job machen oder du bist pleite, hast vieler, oder du kannst selbstständig leben. Das ist gerade diese Schwelle. Ich glaube, da gibt es auch ein paar Menschen, die genau an der Schwelle sind. Und die halt da auch sich selbst auch großen Druck machen. Noch größeren Druck, als die vielleicht sich machen würden. Auch klar, bei denen spielt vielleicht noch Druck damit rein, dass sie eine Persönlichkeit nach außen sind und vielleicht auch diesen gesellschaftlichen Druck noch haben, irgendwie was Gutes zu machen. Aber ja, schau ich mal mit rein. Und herzlich willkommen. Lass doch gerne einen Daumen. Hab mal Kuchen bekommen, als ich fast mit Frauen gearbeitet habe. Perfekt. Kriegt, wenn man sagt, okay, ich will jetzt nochmal, ich gehe nochmal rein, ich brainstorme nochmal. Ist auch wieder Fluch und Segen. Ne? Du hast diesen inneren Druck, um was Besseres zu machen, der dich irgendwie ein bisschen irre macht manchmal. Ja. Aber plötzlich schaffst du es dann doch wieder, irgendwas Geiles Neues zu zaubern und dann denkst du, Alter, geil. Ich bin zufrieden und glücklich. Ich denke, alle gehen nach rechts. Gesamte Lebenssituation oder gerade nur einfach Beruf in die Richtung? Wie du es interpretierst, ist dir überlassen. War mir auch klar, dass Danny das... Oh, Danny, was ist los? Ja, Bruder, ich könnte so bestimmt gar nichts tun, ich könnte stimmen voll zu. Ich gehe nicht deep ins Thema rein. Möchte ich nicht deinen Ängsten stellen? Es ist keine Angst. Stille. Also ich sag so, von mir aus, eigentlich ist das Leben gut, aber ich mach's mir selber manchmal zur Hölle. Einfach wegen Gedanken, Druck oder man hinterfragt vieles selber einfach oder bringt sich selber einfach in scheiß Situationen rein. Deswegen, ja. Also eigentlich ist das Leben eigentlich an sich doch ganz... Ganz, ganz cool. Bin gut glücklich eigentlich. Ich habe mich jetzt bei noch mehr als über Stimme voll zu. War mir irgendwie klar, ich kenne halt Danny gar nicht, ne? Aber ich kann ihn so ein bisschen einschätzen. Und mir war schon klar, dass er auch ein bisschen struggelt. Ich gucke auch Papa Platte ein bisschen und der erzählt ja auch ab und zu mal ein paar Storys.
Und ich glaube, so in der Art von Danny kann ich mitfühlen irgendwie so, ja. Viele müssen nur verstehen, dass 9 to 5 keine Sicherheit mehr wie früher mehr bietet. Eben. Sag das mal meiner Familie, Schnitzel. Sag das mal meiner Familie. Ach Mann, ey. Gut, die sagen mir das immer wieder, wenn sie mich sehen. Wenn ich jetzt komplett bei 100 oder über 100% bin, dann bin ich ja schon am Ende von allem angekommen. So, was kommt dann noch? Aber irgendwie brauche ich noch, dieses Mühe, wo ich sage, da ist noch was irgendwie. Vielleicht geht da noch ein Tick mehr. Aber das Ziel, ja klar. Aber immer ein kleines Ziel, ein mittleres Ziel, ein großes Ziel. Mhm. Aber halt auch irgendwo, und da bin ich. Oder wie ich in meinem Studium ausdrücke, kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Langfristig Strategie. Mittelfristig ist die, muss ich für eine Klausur? Nee, für muss ich nicht wissen. Aber ja, es ist das Gleiche eigentlich, ja. Nur Begriffe, mit denen man arbeitet. Ja, aber ja. Miki, das, wir sind so. Ja. Ja, wir sind so. Ja, wir nicht. Und, der Weg dahin, ja. der Tag, so, ich halte mir das jeden Tag vor Augen. Mhm. Ich spiele Videospiele, ich verdiene damit Geld. Ich kann alles bezahlen, ich kann in den Supermarkt gehen, ich muss nicht auf die Preise gucken, ich kann Miete bezahlen. Ich habe flexible Arbeitszeiten und ich bin da einfach, was das angeht, voll mit mir im Reinen und vergesse. Und dann macht es wieder auch richtig Spaß und richtig zufrieden und richtig glücklich, dann auch wieder diese Ziele zu haben und danach zu streben. Und das einfach voll auszuleben. Ja. Selbst wenn man noch voll viele Sachen hat, die man gerne noch machen würde im Leben, wo man sagt, da möchte ich noch hin, kann man trotzdem voll und ganz happy sein mit dem Weg, auf dem man gerade ist. Ja, okay, komm. Ich will auch genauso. Ich gehe noch ein bisschen. Nein, lass uns da runter. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert Dave für weitere Videos in der Art. Und schreibt einen Kommentar, wie es gefallen hat. Ja, Digga, kein Plan. Genau, das ist Danny gesagt. Ah, ist das Dave? Ist das Dave? Kenn ich den Dave? Ist das der Dave, den wir alle kennen? Ah, ja. Ich glaube, es ist Dave. Ja, aber hier kommentieren alle großen YouTuber. Ja, es ist Dave, den kennen wir. Hier, Max ist hier oben. Ja. Ist der Dave Max. Ja, aber ist cool. Ich bin gespannt auf weitere Videos dieser Art. Finde ich eine coole Idee. Geht ja so in Amerika ja schon lange. Wieder eine nice Idee importiert nach Deutschland. Wird groß, wird definitiv groß werden. Vor allem alle Streamer das noch drauf reagieren und so. Und wir haben jetzt auch eine halbe Stunde drüber gequatscht. Ah, eine 40-Minuten-Reaktion, ach du Heiliger. Finde ich geil, mehr davon. Yo, ich bin ein Profi. Die Profi nur mit B, so wie Brody.